Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von dieser schönen Sofakissenhülle, die ich hergestellt habe aus einem alten Pullover. Und so soll ein altes Sofakissen, das schon total vergilbt ist, hier oben sieht man es, und die andere Seite ist total vergilbt, diese soll nun eine neue Hülle bekommen. Und dafür dient mir ein Pullover, der noch sehr gut ist, aber der mir leider viel zu groß geworden ist. Die Farben und das Muster des Pullovers gefallen mir sehr und so mache ich daraus diesen Kissenbezug. Den Pullover drehe ich auf die linke Seite und lege ihn glatt hin und das Sofakissen darauf. Der untere Saum sollte etwa 3 cm überstehen. Nun werden die Seiten ringsherum ausgeschnitten, etwa so mit 1,5 cm Nahtzugabe. So, dieses ist nun die untere Seite von dem Pullover, das sowieso gesäumt ist. Das bleibt offen. Aber jetzt an den 3 weiteren Seiten wird das einfach zugemacht. Man kann das Ganze zunähen, aber wer keine Nähmaschine hat, dann kann man das Ganze auch wunderbar zu häkeln, soweit es sich um einen Strickpullover handelt. So, der Saum befindet sich an der rechten Seite und so kann man jetzt schon einmal eine Seite zu häkeln. Dabei gehen wir ungefähr 1,5 cm tief, sodass das Ganze nicht ausfransen kann. Der Abstand der Maschen beträgt etwa 1,5 cm. Masche für Masche diese 2 Teile zuhäkeln und wenn man oben an einer Ecke angelangt ist, so können wir mehrere Maschen in diese eine Ecke hineinmachen, bevor wir in die nächste Gerade kommen. Und wie gesagt, nicht zu nah oben an der Kante, sondern ruhig etwas tiefer. 1,5 cm könnten es ruhig sein, unten einstechen und Masche für Masche häkeln. Auf diese Weise alle 3 Seiten zuhäkeln. Wenn man die letzte Seite zuhäkelt, schaut, dass die Kanten aufeinander stimmen, unten der Saum. Und auch jetzt diesen Rest noch einmal zuhäkeln. Anschließend den Faden sauber vernähen. So, jetzt habe ich diesen Kissenbezug schon auf die rechte Seite gedreht und jetzt können wir das Kissen in diesen Bezug geben. Passt wunderbar und unten stehen ungefähr 3 cm über. Die Kanten werde ich jetzt nach innen einschlagen und das Ganze mit großen Stichen blind zunähen. Große Stiche aus diesem Grund, man will ja später diese Stiche vielleicht wieder auftrennen, wenn man die Hülle einmal waschen will. Und damit ist der schöne Kissenbezug auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.